Hallo ihr Lieben, ich bin's Nina von MyDoc 365 und ich habe heute noch die kleine Rox dabei. Ja, ich möchte euch über ein Thema erzählen, welches mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es um das Koordinationstraining und den Muskelaufbau beim Hund. Ja, das ist gerade für junge Hunde, welche natürlich viel toben und rennen, besonders wichtig, aber auch für alte Hunde, welche von Natur aus natürlich mehr an Muskulatur verlieren. Für Hunde mit Gelenkserkrankungen und für mich besonders wichtig auch für Hunde, welche im Sport geführt werden, wie natürlich Agility-Hunde. Bei ihnen steigert die Muskulatur und das Koordinationstraining die Leistung und beugt Verletzungen einfach vor. Aber natürlich profitieren auch alle anderen Hunde von einem guten Koordinationstraining und Muskelaufbau. Durch gut ausgebildete Muskeln sinkt einfach die Gefahr von Bänderrissen erheblich. Leichte Gelenkserkrankungen und andere Verletzungen können durch ein gezieltes Training sogar ausgeglichen werden. Bei meiner Candice war es so, sie hat sich mit 13 Wochen die Achillessehne gerissen. Das wurde erst 2 Jahre später festgestellt. Ich habe es geschafft, durch einen guten Muskelaufbau das Bein so stabil zu machen, dass sie komplett im Agility-Sport laufen konnte und in den letzten Jahren auch auf großen Meisterschaften wie deutschen Meisterschaften und WM-Qualis zeitlich ganz vorne mitgelaufen ist. Auch heute noch, mit jetzt ist sie 8 Jahre, macht das Bein Gott sei Dank, toi toi toi, immer noch keine Probleme. Je koordinierter der Hund ist, desto weniger wird es natürlich überhaupt erst zu Unfällen und Verletzungen kommen. Und das ist natürlich auch letzten Endes das, was wir möchten. Aber auch im Falle von Verletzungen profitiert der gut trainierte, koordinierte Hund, weil durch gute Muskulatur und Koordination kann der Hund natürlich besser damit umgehen, wenn er eine Zeit lang eines seiner Beine eben nicht mehr belasten kann. Gleichzeitig ist es so, dass bei einer Verletzung andere Gliedmaßen das Ganze abfangen müssen und es dadurch zu einer Überbelastung kommt. Und auch dann ist es natürlich von Vorteil, wenn diese Gliedmaßen besser bemuskelt sind. Die Rox hatte vor 8 Monaten eine Fraktur an der Brustwirbelsäule und nun vor ein paar Tagen auch noch einen Kreuzbandriss. Sie kann eigentlich vorne rechts und hinten rechts kaum belasten, was natürlich für den Hund ziemlich, ziemlich hart ist, 2 Gliedmaßen von einer Seite nicht richtig belasten zu können. Und dennoch, dadurch, dass sie eben ein sehr gut koordinierter Hund ist und viel Koordinationstraining hatte, schafft sie es tatsächlich auch, mit dieser Einschränkung jetzt relativ gut zu laufen. Ja, über das Thema findet man mittlerweile relativ viel im Internet. Ich kann es einfach nur jedem ans Herz legen. Letzten Endes müsst ihr einfach nur wenige Minuten investieren. Und dafür braucht es natürlich auch einige Ideen und Anregungen. Ihr könnt entweder, wie ich schon sagte, im Internet gucken, dort gibt es einige Tipps, oder ihr sucht einen Tierphysiotherapeuten oder Osteopathen auf und lasst euch dort ein paar Übungen zeigen. Ja, ihr könnt natürlich auch einfach in dem Kommentarfeld mal schreiben, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt oder was ihr so für Übungen mit eurem Hund macht. Das würde mich auf jeden Fall freuen und andere garantiert auch. Ja, abschließend wünsche ich einfach euch, dass eure Hunde ganz, ganz lange gesund bleiben und keiner so viel Pech hat wie meine kleine Rox. Ja, wir sehen uns garantiert bald wieder. Bis dahin, eure Nina.